Der Hauptpunkt, warum ich mir das Ding gekauft habe, ist, dass das hier funktioniert und das geht offensichtlich nicht. Hi und herzlich willkommen zurück bei Max E. Heute mit einem neuen Einbauvideo und ich habe das schon geteasert. Es gibt heute ein neues Display für den Rückraum und wenn ihr nichts verpassen wollt, bleibt einfach dran, abonniert den Kanal und jetzt kommt das Intro. Schauen wir jetzt erstes in die Box rein, was es dort so alles gibt. Wir haben ein Installationswerkzeug. Ich dachte erst, das wäre nicht dabei. Dann brauchen wir ein Kabelbaum. Kabel Y irgendwas Steckerdings. Das heißt, das wird nachher zwischen den Kabelstrang im Fond gesteckt. Und dann haben wir noch den Anschluss selber, den wir nachher für das Display brauchen. Da dürfte nicht viel mehr als 12 Volt und so ein bisschen Bussignale mit drin sein, damit man die Sachen steuern kann. Und natürlich zu guter Letzt das Display als solches. Und da dran findet sich einmal der Stecker, der hier, den, so. Und dann haben wir augenscheinlich zwei Anschlüsse für den Bus und für die Versorgung. Die scheinen mir aber genau dieselben Leitung zu nehmen, nur auf verschiedene Anschlüsse zu gehen. Wir haben den kleinen Paket, hoffe ich zumindest, und wie gesagt, den USB-Port. Die genaue Belegung findet man auch hinten drauf. Ich zeige euch das hier auch nochmal, da kann man das besser sehen. Dann gibt es vorne die Lüftungsschlitze, die gehen aber nur durch. Ich habe gehofft, dass man die vielleicht steuern kann, aber da ist nichts zu steuern. Das ist einfach nur durchgeschliffen, so ähnlich wie es ja im Original auch mit drin ist. Dann haben wir das Display selber, klar. Und wir haben hier vorne zwei USB-A und ein USB-Typ-C-Port. Finde ich ein bisschen schade, aber es gibt keine Alternative, die mit zweimal USB-A und einmal Typ-C. Ist aus meiner Sicht für hinten auch ausreichend. Gut, dann ist der erste Schritt, die beiden vorderen Sitze so weit wie möglich nach hinten zu schrauben und dann geht's nach hinten zum Einbau. Schritt 1, den Arbeiter ausrüsten. Schritt 2 ist, dass wir die obere Abdeckung lösen. Und da geht man eigentlich nur hier drunter, so habe ich das gesehen. Oder man nimmt das Werkzeug. Man greift hier drunter. Spreizt es einfach nur hier ab. So, es war natürlich total einfach in den. Naja. Ein bisschen eindrücken und dann löst man das hier. Okay, es ist nicht ganz so gemütlich und vor allem hier oben muss man auch so ein bisschen runterkommen. So. So. Tut schon mal weh. Vielleicht kann man dafür auch Handschuhe nehmen. Ich habe auch in irgendeinem Video gesehen, dass jemand Handschuhe dafür verwendet hat. Okay, man kann die Seite so ein bisschen eindrücken. Quasi in den Tunnel, dann geht es auch raus. Okay. Jetzt auf der anderen Seite nochmal dasselbe, quasi hier so reindrücken. Zack. Puh. Ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt geschafft. Wir können jetzt die Abdeckung lösen. Sehen hier unten das Kabel, da kümmern wir uns gleich drum. Ich lasse das noch so. Und im zweiten Schritt müssen wir das hier unten lösen. Ich habe euch ein bisschen Licht draufgepackt, ich hoffe, das funktioniert. Auch einfach hier oben reinhebeln. So. Und dann sollte sich das auch quasi schon lösen. Okay, kann man ganz gut machen. Mit dem Werkzeug geht es ganz gut. Ist auch nur so reingesteckt. Die andere Seite will noch nicht. Mit ein bisschen Überzeugung dran ziehen und dann geht's auch raus. Eins haben wir offensichtlich erwischt hier. Das scheint nicht mehr da zu sein, wo es hingehört. Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig relevant ist, weil das auch an vielen Punkten festsitzt. So. Schauen wir, dass wir es wieder richtig reinkriegen. So, aber was wir jetzt auf jeden Fall haben, ist, wir haben den Kabelbaum hier. Den können wir gleich auftrennen. Wir haben das obere Teil locker und alles, was wir jetzt tun müssen, ist das Bordnetz ausschalten. Das machen wir jetzt auch. Zack. Dann auf
Sicherheit, dann auf ganz unten und ausschalten und ausschalten. Wichtig dabei ist, keiner darf mehr vorne auf den Sitz, weil sobald jemand oder Druck auf den vorderen Sitz ausgeübt wird, wird das Auto wieder eingeschaltet. So, was wir jetzt machen ist, wir nehmen jetzt den Teil hier ab. So, ganz einfach. Lösen den Stecker, das hier hoch, das hier raus, okay. Das ist ganz einfach. So, wir müssen an dem Original nichts kaputt machen. So, es darf so bleiben, wie es ist. Das heißt, man kann es wieder vollständig zurückbauen. Wir nehmen uns jetzt unser Display. Und wie wir sehen, hier kommt der USB-Port dran. Der hier. Zack. Einfach reingeklipst. Und dann haben wir noch das Datenkabel. Das holen wir uns jetzt mal von unten. Und das müssen wir einmal einbauen. Achso, okay, da ist ein kleines Knöpfchen. Drückt das kleine Knöpfchen hier. Da ist ein kleines Knöpfchen, wenn man drauf drückt, dann geht er auch raus. Ha. Okay, als nächstes nehmen wir uns den Kabelbaum. So, da haben wir jetzt quasi diese zwei Stecker und die kommen genau da unten zwischen. Das ist das Kabel, was wir nachher fürs Display brauchen. Oder was heißt nachher? Also gleich. Das bedeutet, ich ziehe als erstes das mal hier von ganz unten, hier an der Seite. Da ist ein kleines Loch. Da kommt man auch gut durch. Gucken, ob man denn hier gut reingreifen kann. So. Ja. Okay, kommt man ganz gut durch. Nicht allzu viele Verletzungen, aber man kriegt das Kabel relativ problemlos hier durch. Da ist auch genügend Raum hier zwischen noch, damit ihr nachher dann dort das Kabel auch wieder reinstopfen könnt. Jetzt schauen wir, dass das richtig rum ist. Das heißt, da, das muss hier rein. Zack. Genau andersrum. Genau andersrum. Okay. Das kommt also so rum rein. Das ist jetzt wirklich fixiert. Das ist fest. Okay. Gucken, wie wir den sinnvoll rumkriegen. Und der kommt dann da rein. Und dann haben wir hier ein ganz klein bisschen Kabel übrig. Das muss dann irgendwie so rein. Da schauen wir gleich mal nach, dass wir das hier möglichst nah rankriegen, weil das ja wieder plan sein muss mit dem ganzen anderen Kram, ne? So. Ich glaube so. Ein bisschen biegen und drücken. So, so kann das dann wieder rein, dann ist es wieder flach. Okay, das kriegen wir hin. Wir haben den Stecker jetzt hier oben, den wir brauchen. Wir haben einmal USB. Müsste alles vorbereitet sein fürs Display. Dann nehmen wir uns das jetzt. Wir stecken den Stecker jetzt hier rein. Zack. Und wir nehmen uns den zweiten Stecker. Der bleibt dann hier lose übrig. Und der kommt dann hier rein. So, bis es knipst. Hat geknipst. Ich lege das jetzt mal hier rein. So, ich mache es noch. So, dann stopft man den ganzen Kram, der hier drin ist, einfach rein. Und jetzt, wenn ich den Versprechungen glaube, ist das Ding einfach hier irgendwie wieder, also gucken, dass nichts im Lüftungsbereich ist. Haben wir gemacht. Haben wir auch gemacht. Und dann macht man das hier irgendwie wieder. Ja, okay. 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 Ja. Oh ne, das war nicht richtig fest. So, jetzt ist es richtig fest. Passt farblich auf jeden Fall genau rein. Ich kann mal den Vergleich. Alter Vergleich, also da sieht man jetzt farblich wirklich keine Unterschiede. Und direkt dagegen, da ist das jetzt ein bisschen eckiger hier oben, nicht mehr ganz so rund. Aber insgesamt ganz stimmig. Ich hätte mir gewünscht, dass dieses silberfarbene sich quasi auch hier drüben widerspiegelt. Aber ich glaube, das ist okay. So, was machen wir jetzt? Wir haben das erledigt. Den machen wir gleich. Jetzt können wir das Auto wieder einschalten.
einfach auf den Sitz drücken. Zack, Auto wieder an. Oh, ja, er stellt es gleich auf meinen Sitz und zack, er schaltet unser Display ein. Hallo. Und dann ist es hochgefahren. Wir sehen, wir haben eine Außentemperatur von 5,5 Grad, Akkustand bei 59%. Wir können hier alles mit steuern. Also das hier drin ist ja ein Android-System, quasi in dieser Konsole hier drin. Wenn man jetzt von oben nach unten runter swipet, dann sieht man hier die Settings. Ich schaue als erstes mal, ob wir hier in einen deutschen Modus kommen. Language klingt doch erstmal ganz gut. Language, Language Settings. Add a new language. Machen wir, komm. So. Okay, Afrika ist das nicht so meins. Und da haben wir auch Deutsch. Deutschland. Und dann können wir das auch auswählen. So, Language. Preferences, also man muss die nach oben schieben, dann hat man deutsche Spracheinstellung. Gehen wir auf das Hauptmenü zurück. Da sind wir. Dann steht immer noch Out Temperature da. Also das Menü hier hinten bleibt auf Englisch, egal ob ihr es auf Deutsch stellt oder nicht. Das ist dann wahrscheinlich für die anderen Menüs da. Vielleicht, wenn man im Browser unterwegs ist, das können wir auch gleich mal machen. Dazu geht man dann quasi hier drauf, dann kommt man in dieses Menü und dann sieht man hier Fahrzeuginformationen, die Einstellungen, dann hat man Play Store, ist klar, YouTube hier über Speed Play, das ist für CarPlay oder Android Auto, falls ihr das benutzen wollt, und dann kann man hier in die Fahrzeuginformationen, aha, Canbox Version, was auch immer, das hatten wir auch schon. Wir können dann die Klimaanlage von hier aus steuern. Und man hört, ich weiß nicht, ob man es hört, dass die Klimaanlage jetzt ein bisschen hochkommt. Ich mache die Lüftung wieder aus. Wir können auf die Akkueinstellung gucken vom Auto. Wir sind jetzt bei 59%. Wir können, vor allem, das war ein ganz großes Thema für mich, dass die Formpassagiere auch sinnvoll ihre Sitze hinten einstellen können. Auf dem sitze ich gerade. Ich probiere mal, ob der auch gleich wirklich warm wird. Wir können das auch alternativ natürlich zusätzlich vorne einfach gucken, wie der hinten ist. Oh, aus, an. Und wir sehen nichts. Und ich mache den mal so an. Okay, also er reagiert schon darauf, wenn wir hier was einstellen. Close all. So, natürlich müssen wir noch die Abdeckung unten drauf machen. Wir haben hier quasi etwas zum Reinklipsen. Wir machen das richtig ran und dann hoffe ich, dass das alles auch wieder gut rangeht. Das ist nämlich ganz schön. Ganz schön fett. Achso, andersrum. Andersrum, dann geht es auch besser. So, also das kommt so, dem gut rangeht. Und man danach auch nichts mehr sieht. Also jetzt hat er einen entsprechenden Hotspot vom Handy bekommen und mal schauen, ob er jetzt entsprechend schneller lädt. Ja, jetzt ist die Auflösung auch gut. Wie gesagt, ich habe noch keinen Ton dran, deswegen kann man jetzt nichts weiter sehen, aber das ist okay. Und jetzt, wenn man das aus der Perspektive halt aus dem Fond nimmt, dann sieht das so aus. Ich mache gleich die Sitze nochmal in die richtige Einstellung. Und jetzt nochmal der Test hier mit YouTube, quasi wie schnell reagiert das. Der Prozessor ist nicht der allerschnellste, würde ich behaupten. Das ist okay, es ist gut und Preis-Leistung ist, glaube ich, noch in Ordnung. Aber ja, es geht durchaus schneller heutzutage. So, schauen wir mal an hier. Zack, das Video ist geladen und dann geht es hier auch los. Genau, ganz wichtig, Shop for Tesla, mein Rabattcode MAXE10 gilt noch im Februar. Also unbedingt zuschlagen, meine tollen Fußmatten. Ich mache Werbung und Werbung ist total cool. Dann haben wir noch, genau, jetzt können wir das mal ausmachen, können wir zurück und ihr seht, das sind so die gewohnten YouTube-Sachen, wie ihr es halt auch so kennt. Ja, also komischerweise scheint sich das nicht abzugleichen hier. Das ist nicht dasselbe, was da hinten drauf steht, aber ich glaube, weil ich aktuell noch im Camp-Modus bin und der im Camp-Modus
So, hören wir ausschalten, weil es mir sonst zu kalt wird. Und möglicherweise liegt das dann am Camp-Modus. Zwei Sitze. So, jetzt zeigt er zwar vorne an, dass der an ist, aber der Sitz ist aus. Jetzt mache ich den an, ich sitze drauf. Spüre ich was? Ich kann das gerade schwer einschätzen. Das muss ich ausprobieren. Natürlich der Hauptpunkt, warum ich mir das Ding gekauft habe, ist, dass das hier funktioniert, aber das geht offensichtlich nicht. So, der hintere Sitz lässt sich schon steuern, ein bisschen, halbwegs. Und ich kann noch nicht ganz genau sagen, ob das jetzt genau synchron läuft, ist ja offensichtlich nicht, weil das Display vorne was anderes sagt als das Display hinten. Das ist schade, weil das der Hauptpunkt für die Anschaffung war, dass die Vornpassagiere in der Lage sind, ihre Sitzheizung selbst zu steuern. Das geht nämlich sonst nicht. Das ist sehr schade. Zweiter Punkt, ich habe mir die Abdeckung da offensichtlich leicht angeditscht. Das sah in den Videos etwas anders aus. Ich kam aber auch nicht so gut ran an die eine Stelle. Wahrscheinlich war mein Sitz einfach nicht weit vorn genug. Das ist natürlich ja, meine eigene selber Schuld. Das Display habe ich gekauft bei Hanshou über den amerikanischen Store, aber gekommen ist es direkt aus China. Das konnte man dann halt über die Paket-Tracking-Funktion feststellen. Und ich habe bezahlt 430, so in etwa. Man kann dort immer so Gutscheincodes raussuchen. Da gibt es dann bis zu 25% Rabatt in dem Store. Apropos Rabatt, hier nochmal mein Shop for Tesla-Code. Damit unterstützt ihr den Kanal und könnt euch noch hochwertiges Zubehör beschaffen. Die 10% gibt es jetzt noch im Februar. Ab März wird das dann weniger werden. Also schlagt jetzt nochmal zu, geht shoppen, wenn ihr ein paar tolle Sachen braucht. Habe ich euch alles in die Beschreibungsbox gepackt. MaxE10 ist der Code. Viel Spaß damit. Und dann ist natürlich ganz wichtig, abonniert bitte meinen Kanal. Je mehr Leute wir erreichen, umso mehr Videos kann ich machen. Sagt mir gerne auch in den Kommentaren, welches Zubehör ihr als nächstes getestet haben wollt. Und vielleicht, was ich auch mit dem Display nochmal ausprobieren soll. Ansonsten würde ich aber sagen, sieht es optisch sehr schön aus. Das rundet das Gesamtbild ab. Ich stelle gleich die Sitze nochmal wieder in die richtige Reihenfolge. Blende euch jetzt hier mal ein, wie es dann insgesamt aussieht. Da sitzt jetzt ganz schön warm. Okay, das funktioniert. Ich mache den wieder aus. So, müsste ja dann auch insgesamt funktionieren. Ja, ansonsten finde ich es ganz schön, dass man da auch zusätzliche Apps installieren kann. Das werde ich auch tun. Ich werde das noch mit Kopfhörern koppeln, dass man hier hinten Kopfhörer zur Verfügung hat. Es gibt noch eine wirklich praktische Funktionalität, die man normalerweise im Tesla hinten nicht hat. Und zwar seht ihr ja die Lüftungsdüsen und die sind eigentlich nicht steuerbar oder nicht stellbar. Man kann aber, wenn das normale Bordnetz, also wenn die Klimaanlage an ist und quasi hier, ich fahre die jetzt mal hoch, dass man es auch wirklich hört. So, jetzt ist das ganze Auto quasi hochgefahren und hier unten kommt Luft raus. Man kann aber die hinteren Düsen, indem man darauf drückt, kann man die wirklich ausschalten, sodass jetzt hinten keine Luft mehr rauskommt. Gerade im Sommer ist es halt so, dass hier hinten sehr kalte Luft rauskommt, wo es vorne angenehm ist, aber für die Vornpassagiere nicht. Und dann kann man die hinten wirklich ausschalten. Das ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil zum normalen Tesla-Vornbereich-Ding. Ja. Und wieder an. Dann verhält es sich so wie früher auch. Cool, oder? Also zum Abschluss, das Display. Ich finde es super und ich finde es eine tolle Ergänzung. Es funktioniert, dass die Heizung entsprechend gesteuert wird, mit den Einschränkungen, dass rechts und links nicht so direkt ersichtlich sind. Und ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn man das dann von hinten gezeigt hätte oder in der Draufsicht oder so, dass man das irgendwie besser macht. Ich glaube, Draufsicht wäre am besten gewesen. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst bitte ein Abo da, das hilft dem Kanal und unbedingt auch liken und schreibt in die Kommentare, was ihr loswerden wollt. Ist das ein blödes Video? Ist das ein gutes Video? Wollt ihr mehr davon? Und dann, ich habe schon ein paar neue Projekte im Plan. Freut euch drauf und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nochmal ein kleiner Nachschlag. Ich habe nämlich nochmal getestet, wie die Bedienung der App reagiert mit dem Display hinten und mit folgendem Ergebnis, so, ich hoffe, man kann es beides sehen. Das heißt, wenn ich jetzt hinten die Sitze steuere, sehe ich auch, dass die exakt reagieren. So, und andersrum geht es auch so. Das heißt, wenn ich den hier, nee. Also ganz offensichtlich, also der schaltet das, der greift auch das Signal ab. Das wird jetzt warm, wenn ich es,
Natürlich muss ich auf dem richtigen Sitz sitzen. So, und wenn ich jetzt hier drauf sitze, dann wird es auch warm. Aber er überträgt das offensichtlich nicht zurück ans Bordsystem, aber er macht, was er tun soll. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, hat er offensichtlich die komplette Bank resettet, inklusive der in meiner App. Bedeutet, das funktioniert schon, aber der Status, wenn ich es hinten eingeschaltet habe, der wird nicht nach vorn synchronisiert. So, ich hoffe, ihr seid damit jetzt auch ein bisschen schlauer und könnt überlegen, ob das was für euch ist. Wie gesagt, solltet ihr dazu noch Fragen haben, fragt mich einfach. Ich bin gern bereit zu antworten. Und jetzt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche oder wann auch immer ihr das Video schaut. Und vielen Dank, dass ihr bis hier dabei wart.